Ich verliere in Mario Odyssey in jeder Sekunde genau eine Münze und sobald ich keine mehr habe, bin ich tot. Das bedeutet, dass wir in dieser Challenge neben den Monden Münzen einsammeln müssen und sobald ich keine Münzen mehr habe, muss ich das Game von vorne starten. Und wir schauen im heutigen Video, wie weit ich es in dem Game schaffen kann, ohne komplett die Nerven zu verlieren. Okay, wird Zeit, dass wir im Hutkönigreich starten und man sieht es schon oben. Ja, pro Sekunde wird es eine, nein, Münze weniger und wir müssen uns echt beeilen. Ich habe keine Ahnung, wo genau wir Münzen suchen müssen. Okay, Mario, wir müssen ganz schnell hier agieren. Wir haben schon 17 Sekunden unnötig verloren. So, und jetzt beginnt's. Wo genau sind Münzen in dem Spiel? Ich habe schon das Gefühl, dass ich gleich einen neuen Spielstand starten kann. Junge, 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 Junge. Das war gerade aber ein heftiger Jackpot und das bringt uns original nichts. Bro, ich bin viel zu langsam unterwegs. Digga, wo soll ich denn so viele Münzen finden, dass ich diese Challenge hier schaffe? Das sind ja ultra viele Münzen. Okay, wait a minute. Sind hier noch vielleicht Münzen drin? Ich bin viel zu langsam. Jackpot, Digga. Okay, hier sind ultra viele Münzen, sodass man, oh Gott, das hat uns eine Minute geschenkt, aber das war's dann auch schon mit den Münzen, oder? Ich glaube, das ist die stressigste Mod, die ich mir hätte runterladen können. Okay, das muss ich mir wahrscheinlich merken, weil ich glaube, ich kann gleich auf jeden Fall einen neuen Try starten. Und warum ein neuer Try so übel schmerzhaft werden kann, werden wir noch einige Male in diesem Video sehen. Von daher freut euch darauf, wenn ich keine Münzen mehr habe. So, hier kriegt man noch eine Münze raus. Geil. Da ist eine Münze, aber das war's auch schon fast. Also viel mehr ist sie ja wirklich nicht. Ja, verdammt, ich habe nur noch 20 Sekunden. Was ist das denn? Ja, okay, das wird sehr, sehr spaßig, Freunde. Ich sag's, wie es ist. Wir kriegen keine Münze, wenn wir einen Gegner... Doch, wir kriegen eine Münze, wenn wir Gegner umnieten. Das müssen wir uns merken. Aber zieht's euch rein. Wir haben jetzt noch... verdammt, 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 verdammt. Wenige Sekunden. Ich bin mir relativ unsicher. Aber wenn ich jetzt so einen Frosch einsammle hier, gibt's nicht da oben... Oh, nee, warte, da ist ein Münzring. Da sind mehrere Münzringe, Junge. Tschüss. Nein, komm schon. Yes. Okay, wir müssen uns an den Münzring orientieren. Guck mal, ich habe noch nie in meinem Leben drauf geachtet, viele Münzen in einem Mario Odyssey-Spiel einzusammeln. Das allererste Mal haben wir hier eine Sammel so viele Münzen wie möglich ein. Challenge. So, hier haben wir noch ein paar Münzen, aber ich habe jetzt original 20 Sekunden. Das wird ja never ever für den Endboss reichen. Und da ist auch nichts drin. Vielleicht hier? Wow, hier ist nur ein Königsherz drin. Wow. Naja, ich glaube, ich habe böse verkackt. Jetzt ist das allererste Mal, dass wir, glaube ich, verkacken. 3, 2, 1 und ich bin tot. Wir sind das erste Mal gestorben. Oh, ho, 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 ho. Was? Als ob das... Nein, 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 nein. Oh Mann, ich habe so viele Münzen leider vergeigt. Ich glaube, 15 Sekunden reicht nicht, um diesen wunderbaren Brudel zu besiegen, oder? Alter, ich habe voll vergessen, dass es Münzen gibt. Sobald man irgendeinen Boss hier besiegt, nicht wahr? Aua. Komm schon. Ja, 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 ja. Was? Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich habe aber jetzt nur Leben. Also egal, was jetzt passiert, ich bin tot nach dieser Zwischensequenz. Ich bin tot. Das war's jetzt. Also mein erster Run ging tatsächlich bis kurz vorm Kaskadenland, weil ab jetzt ist man in einer Endlosschleife drin. Nicht so cool. Alright, wir haben jetzt 48 Münzen, 47 rein. Mario, jetzt let's go. Okay, der Try war deutlich besser. Mein erstes Zwischenziel wird definitiv die Sphinx im Wüstenland sein, weil dort gibt es ja einen riesigen Münzhaufen und der ist super relevant für diese Challenge. Okay, hier wieder eine ähnliche Situation. Ich habe keine Ahnung, wo genau man hier Münzen herbekommt. Also klar, du siehst zwischendrin halt mal solche Münzen. So einen richtigen Münzhaufen. I don't know, wo wir sowas herbekommen sollen. Und Zaccarino, let's go. Und wir holen uns mal ganz schnell den Mond ab. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es hier vor allem im Kaskadenland nirgendwo so einen Münzhaufen wie gerade eben im Hutland. Zumindest ist er mir nicht bekannt. Okay, der Stresspegel geht weiter. Wir haben so gesehen noch eine halbe Minute. Jetzt kommt aber erstmal die Zwischensequenz. Und wenn mich nicht alle guten Geister täuschen, versteht ihr, weil hier ist ein Geist. Gibt's in den Büschen normalerweise irgendwie ein paar Münzen? Oh mein Gott, Jackpot! Okay, das war echt gar nicht so viel, oder? Oh shit, shit, shit. Vielleicht irgendwie in den Blöcken oder sowas? Wow. Bro, da ist jeweils nur eine Münze drin? Okay, man muss halt echt irgendwie auswendig lernen, wo die Münzen sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Dinoskip uns irgendwas bringt. Hallo? Digga, war hier überhaupt eine Münze drin? War da überhaupt irgendwas? Warte mal, kriegt man nicht hier irgendwas? Komm schon, ich habe nicht mehr viele Sekunden. Du kriegst ein dreckiges... geil. Zumindest vier Münzen. Warte, je mehr...
Gegner wir erledigen, desto mehr bekommt man teilweise auch, was uns gerade auch original nichts gebracht hat. Hier können wir uns auch mal wieder ein paar Sekunden... Wir haben echt... Oh Mann, ich bin doch so blöd und sammle doch gar keine Münzen ein. Das ist ein Jackpot. Das könnte ein Gamechanger sein, weil vor allem in der 2D-Area ist es so, dass man die einzelnen Blöcke nochmal für Münzen anhauen kann, aber... Ach, wow, wirklich? Ja, ich glaube so oder so, meinem Schicksal vom Tod entkomme ich nicht. Meinem Schicksal kann ich gar nicht entkommen. Bro, du entkommst hier nicht. Digga, was ist das denn für ein Drecks... Für ein Drecksmod? Für ein Dreckslevel? Wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen? Und ich bin tot. Digga, das kannst du keinem erzählen. Also, Real Talk, wie soll das funktionieren? Wo soll man so viele Münzen herholen? Aber tatsächlich wird es noch einen Gamechanger geben. Aber bevor wir dahin kommen, habt ihr dem Video überhaupt schon einen Daumen nach oben dagelassen? Okay, Freunde, wir haben 50 Sekunden, um Madame Brudel Hopserino zu nehmen. In dem Stein ist auch nochmal eine Münze. Digga, ich habe noch nie darauf geachtet, wie lange dauert dieser Kackfight bei Madame Brudel. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit, die wir jetzt gerade haben, eventuell ein bisschen zu wenig sein könnte. Komm schon, komm schon, komm schon. Let's freaking go. Eins. Stimmt. Oh mein Gott, ich vergesse jedes Mal, dass hier nach Münzen kommen. Sehr, sehr richtig und wichtig. Aber original, diese Münzen bringen uns fast nichts. Aber das Coole ist, sobald wir ein Herz einsammeln, obwohl wir genug Leben haben... Geil. Kriegen wir auch wieder einige Münzen. Oh, Madame Brudel, bitte, bitte, bitte. Was soll denn der Bums? Okay, 30 Sekunden, nur noch eine halbe Minute. Zaccarino. Okay, den Fight haben wir schon mal geschafft. Aber wir müssen uns gottlos beeilen, wenn wir jetzt gleich im Wüstenland sind. Gut, jeder Progress bringt uns original nichts, weil jedes Mal, wenn wir bei 0 Münzen sind, kommen wir aus diesem Bildschirm nicht mehr raus. Und dementsprechend muss ich jedes Mal dieses Game neu starten. Geil. Alter, das wusste ich gar nicht, dass die Münzen auch nach einer Zeit respawnen. Hello. Oh Mann, warum muss ich denn jetzt bonken, Junge? Alright, wir haben alle Monde eingesammelt. Schnell zur Odyssey und weiter geht's. Okay, welcome to the Wüstenland. 20 Sekunden. Gibt's hier nicht irgendwo ein Casino? Warte, ist das Casino nicht hier unten? Komm schon rein da. Kann man nicht hier ultra viele Münzen bekommen? Bro, ich muss jetzt alle Münzen ziehen, die du hast. 10 Münzen muss ich zahlen? Nein. Ja, verdammte Kacke, was mache ich denn jetzt? Boah, jetzt haben wir ein kleines Problem, glaube ich. Scheiße, ich dachte, man kann hier Münzen gewinnen. Aber wenn ich jetzt 10 zahle, habe ich 3 Sekunden. Das. Nee, danke, sorry. Freunde, ich darf keine Münzen verschwenden. Sorry, the minute. Oh, oh, oh. Ja, ich glaube, ich habe verkackt. Ich glaube, ich habe verkackt, ne? Ist hier irgendwo was? Irgendwas? Irgendwie? Ja, geil, wir sind in der Luft gestorben. Und jetzt kommt die Endlosspirale des Todes. Junge, das wird, glaube ich, richtig ekelhaft werden, diese Challenge. Sehr, sehr, sehr viel später. Okay, wir haben nur eine Chance. Wir haben gerade 40 Münzen und ich muss jetzt jedes Mal den Jackpot hier unten gewinnen. Also normalerweise würde ich niemals sagen, yo, wenn du wenig Münzen hast, beziehungsweise wenig Geld, fang an zu zocken. Aber wir sind hier in einem absoluten Notfall. Okay, warte mal, ich muss beim Königsherz werfen. So, und jetzt gib mir die Münze, gib mir die Münze. Ja, okay. Und jetzt kriegen wir ein paar Münzen und jetzt kann ich nochmal zocken, oder? Junge, 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 Junge. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnt, aber wir spielen nochmal. Okay, das Casino hat wirklich endlos Münzen. Also, wir haben knapp 100 Münzen. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, yo, wir haben 100 Sekunden, um zu Sphinx zu kommen. Und wenn wir bei der Sphinx sind, da sind ja normalerweise ein paar hundert Münzen drin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir dürfen nicht vergessen, wir müssen Mario Odyssey immer noch normal durchspielen. Bedeutet, wir müssen auch irgendwann mal Monde einsammeln. Okay, let's go, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus, geil. So, wir sammeln erstmal den Mond ein, danke. Okay, das ist der erste Mond und jetzt ist es soweit. Wir können endlich ein paar Münzen einsammeln und uns so einen kleinen Vorsprung generisieren. Ja, geil. Boah, das ist der dickste Jackpot aller Zeiten. So, wir haben jetzt prinzipiell 5 Minuten Zeit. 5 mal 60 gleich, ne, 300. 5 Minuten haben wir. Und ich würde sagen, immer wenn wir circa bei 100 Sekunden, bei 100 Münzen sind, gehe ich nochmal zurück zum Casino und erarbeite mir ein paar Münzen. Das ist wohl das Smarteste, was man machen kann. Bäm, Mond Nummer 3. Jetzt kann es langsam aber sicher richtig losgehen. Ey, das ist das allererste Mal jetzt in dieser Challenge, dass ich nicht komplett gestresst hier oder komplett gehetzt hier langlaufe, weil ab jetzt... Nein, oh Mann, oh, so viel zum Thema, aber ich sollte nicht unbedingt noch Zeit verplempern. Es ist halt wie ein sehr gestresster Speedrun gerade, kann man mal so sagen. Und jeder Tod wäre hier auch komplett unnötig, weil bei jedem Tod verliert man auch noch Münzen als Mario. Ja, und ob man das unbedingt will, Jackpot. Ich weiß nicht unbedingt. Oh, da kommen richtig viele Münzen raus. Geil, das ist ja voll der Jackpot, Mann. Münzringe auch ganz, ganz wichtig. Da kommt ja auch noch mal einiges raus. Und was man auch nicht unterschätzen darf, wenn man auf Gegner
draufspringt, gibt's auch jeweils eine Münze. Ja, guck mal, endlich haben wir eine sehr chillige Situation. Also, mehr oder weniger chillig. Das, was wir jetzt hier im Hintergrund sehen können, ist eine sehr wichtige Strategie im Video. Denn tatsächlich habe ich irgendwann herausgefunden, dass Münzen respawnen, wenn ich mich zurück zu einem Rücksetzungspunkt spawnen lasse. Ich hoffe, das war verständlich. Oh, und sobald man sich zurückspawnen lässt zu so einem, Punkt... resetten die Münzringe. Das ist sehr smart. Das ist sehr, sehr cool. Also wir haben jetzt circa 3 Minuten ab dem nächsten Königreich. Deswegen wird es Zeit, dass wir dort definitiv auch ein paar Münzen sammeln. Let's go! Okay, auf geht's im Seeland. Wenn mich nicht alle guten Geister täuschen, ist hier am Anfang auf jeden Fall irgendwo... Ja, genau, ich wusste es. Ich weiß nicht warum, aber... Oh Mann, jetzt bleibt doch stehen! Das, da habe ich viel zu viel Zeit verloren. So, hier gibt es ja zum Glück nicht viele Monde. So, Zaccarino, den nehmen wir mit. Weiß nicht, wie es hier in den Büschen aussieht. Schlecht anscheinend. Ja, zumindest die Mini-Gegner geben, jeweils eine Münze. Aber das ist alles viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Und so langsam aber sicher geht unser Vorsprung aus dem Wüstenland weg. Oh, eine Münze. Geil. Ja! Wuhuhuhu. Geil! Junge, da wird sogar von uns applaudiert. Das ist super freundlich. Okay, Zaccarino, da sind überall jeweils eine Münze, aber es lohnt sich zeittechnisch nicht, dort irgendwie reinzugehen. Boah, dementsprechend einfach weiter nach unten. Boah, ich habe gerade echt... Ich weiß nicht, wo wir die Zeit aufholen. Guck mal, da drin ist ein Münzenring. Das wird sich schon lohnen, da reinzugehen. Ich habe eine Münze leider übersehen. Schade, Marmelade. Boah, das Schwierige ist halt wirklich, dass wir noch Monde nebenbei einsammeln müssen. So, kein Problem. Den Mond snacken wir uns auch noch und dann können wir jetzt schon bereits nach oben gehen. Oh mein Gott, Jackpot! Ja, haha, es hat sich gelohnt, hier reinzugehen. What the fuck? Warum sind da oben so viele freaking Münzen, Alter? Naja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hallo, Jackpot! Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier so viele Münzen sind. Ganz, ganz wichtig, diese Mini-Gumbas, die wir alle mitnehmen sollten, genauso wie die Münzringe. Ich hätte nicht gedacht, dass Mario Odyssey doch so viele... Boah, hätten die mich jetzt runtergestoßen. Puh! Nächster Brutal Fight bedeutet, dass wir auch an ihn sehr viele Münzen verdienen, falls wir einmal Damage machen. Genauso. Geil. Wir haben ein Leben. Wenn ich jetzt sterbe, verlieren wir unnötig viele Münzen. Und das ist halt so eine Kacke, dass wir da keine Münzen mehr bekommen beim letzten Schlag. Aber egal. Wir sind plus minus null hier in Seeland reingegangen. Und das ist eine sehr gute Quote. Und die Münzen spawnen hier nochmal nach, nachdem man alle Monde geholt hat. Vielleicht sogar das Stack hier. Yes. Diesmal. Verdammt. Guck mal, bis ich beim Stack angekommen bin, habe ich alle Münzen verloren. Ich frage mich, ob der riesige Münzhaufen unten nochmal da ist. Aber egal. Weiter geht's zum Forstland. Okay, im Forstland selber, Bro, keine Ahnung, wo hier Münzen sein sollen. Aber normalerweise kaufe ich mir sogar hier immer einen Mond direkt am Anfang. Für 100 Münzen, aber das kann ich jetzt nicht machen, das ist der Tod. Bro, hier sind nirgendwo Münzen. Digga, weit und breit keine Münzen zu sehen, leider. Das ist gar nicht gut. Kann denn nicht wieder irgendwo random so ein riesiger Münzhaufen sein, wie in den anderen Ländern, Königreichen? Okay, wir haben jetzt noch 100 Münzen, also knapp unter 100 sind wir. Digga, diese Challenge ist so gottlos stressig, ne? Oh, oh, Hilfe! Mach doch, Junge! Was soll denn der Oh nein, was tue ich denn? Digga, sind hier nirgendwo Münzen? Guckt man hier irgendwas? Gar nichts. Da kriegt man keine Münze. Wow, wir haben eine erhalten. Wunderbar. Oh, ich glaube, das Forstland wird mein Tod sein. Also ich werde jetzt gleich in die Sub-Area gehen. Da weiß ich zumindest, dass da ein paar Münzen sind. Aber ansonsten, Digga, was weiß ich, wie man das schaffen soll. So, wir haben jetzt exakt noch 1 Minute. Die Zeit läuft, die Spannung steigt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass man hier zumindest ein paar Münzen bekommt, wenn man drin ist. Wir haben ja letzte Woche Mario Odyssey mit ChatGPT und so ein Bums gespielt. Und da hatte ich quasi eine No-Coin-Challenge hier im Forstland. Kann ich nur empfehlen. Und von daher weiß ich, dass es hier... Mann, oh, ein paar Münzen gibt. Mario, jetzt geh nach unten, danke. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Einfach nach oben, ganz entspannt nach oben, ganz entspannt nach oben. Ich bin sogar am Überlegen, ob es sinnvoll ist, zwischendrin in dieser Challenge, ob es zwischendrin sinnvoll ist, ins Wüstenland zu sliden, um nochmal ein paar Münzen bei der Sphinx abzuholen, wenn das funktionieren sollte. Ich habe viel zu wenig Münzen und ich kann diese Münzen auch nicht mehr aufholen. Es funktioniert nicht. Das bedeutet, ich muss jedes Mal mit dem Wüstenland arbeiten. Ja, Bro, tot. Digga, vor allem, ich kann das Game einfach neu starten. Ich kann das Game jetzt einfach neu starten, weil ich bin jetzt gleich stuck in diesem Bildschirm. Es sei denn, irgendwo wartet ein riesiger Münzenhaufen auf mich, was ich jetzt einfach... Ja, da unten sind Münzen, aber ich komme da nicht mehr rechtzeitig ran. Tja, Arrivederci, Freunde, das war's, das war's.
Ja, gerade vor dem Mond haben wir uns verschissen. Cool. 346 Minuten später. Okay, Friendos, welcome back. Nur haben wir jetzt diesmal 100 Münzen. Ja, und wir gucken mal, wo wir jetzt Münzen herbekommen. Weil, wie gesagt, im Forstland bin ich relativ aufgeschmissen und kann echt gar nicht sagen, wie wir hier am besten an Münzen rankommen. Also, wir haben halt hier unten einen riesigen Münzberg. Den könnte man sich prinzipiell mitsnacken. Nicht nur prinzipiell, das tun wir auch, Gott sei Dank, echt ein bisschen Vorsprung hier aufbauen. Ja, und ab dann vor allem zum Endbrudel-Boss wird es doch relativ kritisch, da irgendwie hinzukommen. Warte mal, ist das die Startmünze? Ja! Haha, geil! Ich find's cool, dass es überall so einen Münzenstrang gibt. Ich glaube, ich verkacke gerade richtig hardcore. Ja, wie es aussieht, verkacke ich gerade wirklich richtig heftig und ich kann nichts dagegen tun. Bro, ich kann nichts dagegen tun. Ich sehe weit und breit keine... Wow. Oh mein Gott. Ja, ich hab verschissen. Vielleicht muss ich auch einfach im Wüstenland noch mehr gamblen und mit einem größeren Münzenvorsprung reingehen. Aber hier, keine Chance. Hier sind wir wieder komplett stuck. Oh. Und wir haben das Forstland fast geschafft. Okay, wir haben jetzt für den Brudel am Ende weniger als 50 Sekunden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Boah, weiß ich jetzt nicht so. Es gab, glaube ich, echt schon bessere Versuche, die ich hatte. Let's go. Guck mal, ich muss sofort... auf sein Köpfchen drauf und diese Münzen einsammeln, die er uns gibt. Dankeschön, Monsieur Brudel. Ich hab verkackt. Also... ich bin sogar noch gestorben, Digga. Oh nee, das doch. Ja, ich hab verkackt. Also, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Oh lol, guck mal, die Münzen sind sogar geblieben. Warte, wir sammeln erstmal die hier ein. Geil. Boah, das wäre krass, wenn man das mit so wenig Münzen tatsächlich schaffen würde. Let's go, zurück in die Mitte. Zack, jetzt noch ein paar weitere Münzen. Come on, baby. Komm schon, spring auf ihn drauf, als ob es ein Einhorn wäre. Ich weiß, man springt nicht auf Einhörner drauf, aber ich will's tun. Hä? Geil. So, wir haben jetzt die drei Monde. Aber das Problem ist... direkt im nächsten Königreich müssen wir rasieren. Oder irgendwas finden, was uns sehr viele Münzen gibt. Kann ich dich irgendwie einen Kredit aufnehmen? Irgendwie, weißt du nicht, bei der Hutland Bank AG? Okay, wir fassen zusammen. Ich habe absolut gar keine Chance. Im Kampf gegen Bowser gibt es gar keine Münzen. Das bedeutet, ich muss vorher irgendwie an Münzen rankommen und jetzt... Oh nein, guck mal! Ihr könnt zumindest den Fight triggern, aber mitten im Fight sind wir schon wieder in der Endlosschleife gefangen. Guck mal, so wie Mario sich jetzt gerade fühlt, so fühlt es sich an, sich Videos von mir reinzuziehen. Yay. 4 bis 6 Wochen später. Oh, let's freaking go, Digga. Das war eine Geburt. Also bevor wir das nächste Mal in so einen Bossfight hineingehen, sammeln wir davor lieber viele Münzen. Okay, im verlorenen Land kann es ja wirklich spannend werden. Wir haben 15 Sekunden. Bro, das werde ich never ever schaffen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt so viele Münzen herbekomme. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Zwischensequenz. Ich glaube, es gibt hier doch das riesige Münzenlager von Captain Toad prinzipiell. Aber selbst das ist eine komplette Tortur. Da irgendwie ins... Ja, Digga, tot. Ja, tot. Absolut tot. Ich habe keine Ahnung, wo hier Münzen... Nimm zumindest die eine. Ja, hier. Hier haben wir auch noch mal ein paar Sekunden. Nein, du geholt. Ah, Mann, oh, hier ist auch... Mann, ich will nicht sterben! Ja, wir haben verkackt. Digga, ist das eine Drecks-Challenge. Unglaublich. Genau, lass uns mal kräftig Monde suchen. Also hier oben... Oh, da unten sind einige Münzen. Ich muss definitiv hier unten hin. Komm ich da ran? Okay, paar Münzen. Oh Mann, hör doch jetzt auf, Digga! Okay, hier sind ein paar Münzen drin. Da sind ein paar Münzen. Bro, die bringen uns original nichts. Ja, geil! Ich geh schon wieder drauf, ich geh schon wieder drauf, das Game macht so viel Spaß. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Münzen, um zu Captain Toad zu gelangen. Ich hoffe nur, dass wir dabei nicht drauf gehen. Okay, Mario, bitte, bitte komm hier rein, ne? Nein! Ja, Baby! Captain Toad, ich liebe dich so sehr. Kannst du dir das vorstellen, Junge? Sehr, sehr wichtiger Weg nach oben. Sehr, sehr wichtiger Weg nach oben. Jawohl, geil. Das war richtig fett, Mann. Warte mal, gibt's hier nicht Münzen drauf? Yes! Oh, geil. Guck mal, das ist so wichtig, was hier gerade passiert, ne? Moment mal, jetzt habe ich wirklich einen Endless Money Glitch. Und zwar, wenn ich mich jetzt hier zurückspawnen lasse, müsste ich ja prinzipiell wieder aufs Pilzhäuschen drauf. Oh mein Gott, und hier respawnen immer wieder ein paar Münzen. Das ist jetzt nicht die Menge, aber Kleinvieh macht definitiv auch Mist und ich, keine Ahnung, vielleicht lohnt sich das ja. Okay, verlorenes Land, check. Und wir sind jetzt grob bei der Hälfte des Games oder so. Hervorragend.
Bin mir sehr unsicher, aber gab es hier drin nicht mal einen Münzenhaufen, wo man jetzt leider nicht rein kann? Na, tolle Wurst. Okay, wir haben 50 Sekunden jetzt hier im Cityland. Und wenn wir nicht auf die Schnelle irgendwas Großartiges mit Münzen finden, sind wir echt erledigt. Ich glaube, wir sind sogar erledigt. Wow, wirklich, Mario? Oh, lol! An den Laternen gibt es hin und wieder mal ein paar Münzen, aber der Weg da vorne sieht hervorragend aus. Das sieht richtig gut aus. Wow! Wow! David, oh Mann, bin ich blöd! Ich bin so dümmlich! Tja, das hat's jetzt verbockt, ne? Das hat's jetzt definitiv verbockt, Alter. Junge, 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 das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht sein. Ja, wobei, wir leben noch ein, zwei Sekunden. Ja, Digga, vorbei. Junge, diese Challenge ist viel zu hardcore. Es ist viel zu hart, Mann. Das war wirklich mit Abstand eines der aufwendigsten Videos der letzten Wochen. Ich saß wirklich ultra lang in dieser Aufnahme. Und vielleicht könnte mich ja überreden, dass wir das Game so durchspielen und Obsidian weitermachen. Aber zuvor will ich dir an dieser Stelle erstmal eine Challenge von mir empfehlen. Denn wir haben letzte Woche Mario Odyssey mit ChatGPT gespielt. Und was es bedeutet, ein Spiel mit einer KI durchzuspielen, siehst du in dem Video.